Schaut mal, Zufallsentdeckung in einem ausgetrockneten Augebiet, kann man dazu sagen. Also eigentlich, da unten ist der Flusslauf oder Bachlauf, Fluss ist ja gar keiner. Aber toll, 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 habe ich entdeckt. Heuer das erste Mal, voriges Jahr habe ich den viel öfter gefunden, der Stechapfel. Ich kann euch jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich so ungefähr 4, halb 5, die Blüten nicht offen zeigen, weil da werde ich nicht mehr da sein. Die gehen erst am Abend auf. Aber ich glaube, in dem Fall macht das jetzt nichts. Ihr könnt es auf der Homepage, ich verlinke das eh immer unter den Videos, die Blüten anschauen, sind herrliche Blüten, sind wunderschöne Blüten. Und was auch super ist, finde ich, der Geruch vom Laub, also wenn man das drüber streichelt und dann schnuffelt, dann duftet das in meiner Nase schon eigen, aber nicht unwohl. Obwohl es unwohl sein sollte, Stechapfel ist super giftig. Nichts davon ist zum Essen. Auch nicht die Blüten aus Deko nehmen oder so. Auch wenn sie schön sind. Aber wir schauen sie den jetzt einfach kurz ein bisschen an. Ist eine einjährige Pflanze, das heißt, und da habe ich das Glück, da schaut, da sind sie gar schon am Boden. Da habe ich sie gerade rausgeschüttelt. Die Samen, also innerhalb von, jetzt auf nichts praktisch, innerhalb von diesem Jahr, wird aus so einem Einzelsamen dann bis zu, ja, das da drüben ist ein nettes Exemplar. Ein bisschen größer kann es noch werden, aber recht viel größer werden es dann auch schon gar nicht mehr. Seht ihr, also das da ist alles eins, da ist der Stamm hier unten und man riecht wirklich die Pflanzen. Ja, wenn ich da jetzt schnuffel, dann rieche ich die Pflanzen. Ihr seht, was auch typisch ist, Blüten, also da sind sie noch knospig, da knospig, bis heute auf Nacht blühend, ganz junge Früchte, oder? Reifende Früchte und fast reife Früchte, genau, die Stechen muss man aufpassen, plus ganz reife Früchte auf ein Exemplar. Und das ist typisch, also das tut er auch ziemlich dahin, bis Oktober wird der da dahin blieren und auch immer wieder Samen abgeben. Schon 0,3 Gramm für die Samen und auch die Wurzeln habe ich im Kopf, reichen für die ersten Vergiftungserscheinungen. Und es ist wirklich eine blöde Idee für Psychonauten, also Menschen, die was Interesse haben, dass mit Pflanzenstoffen spezielle Zustände erzeugen, sie auf dem Stechapfel zu stützen. Weil es ist echt schwer zum Dosieren. Ich probiere ja wirklich alles. Ich habe auch Stechapfelsamen einmal ausprobiert und ich weiß eben heute nicht, ob es rein psychische Effekt war, weil ich einfach praktisch schon auch drauf gewartet habe oder geschaut habe, was passiert. Und ich habe mir einbildet, dass ich schon nach 3 Samen die ersten Anzeichen in mir erkannt habe von einer Vergiftung. Also ich habe das praktisch so gemacht, dass ich genug gelesen habe und dann gewusst habe, okay, mal, wo fängst du an? Und also ich habe dann nicht weiter probiert. Also muss man ja auch nicht. Aber ich habe mir einbildet, dass ich schon bei 3 Samen was gemerkt habe, dass sich in meinem System was verändert. Also ja, wird einfach gerne als Zierpflanzen angesetzt. Wenn man Kinder hat, ist vielleicht nicht die geschicktere Idee, weil es einfach wirklich, ja, wirklich, 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 wirklich giftig ist, das Zeug. Ich finde das jetzt super, weil ich habe euch einen Stechapfel doch noch zeigen können. Ich habe das für heuer eigentlich schon abgehackt gehabt. Die Blüte bitte auf der Homepage anschauen. Die Früchte sind echt fesch und stechen auch wirklich. Also der Name ist Programm. Und der Duft, also ich finde, es ist riechenswert. Also ihr könnt euch schon zubegehen trauen, wenn es sowas, wieso wird denn das nicht scharf? Falsch eingestellt. Ihr könnt euch schon
zugehen trauen, wenn du sowas findest. Und ja, also dann sagen wir Stechapfe, juhu. Ich hab's alles gesehen, unreife Früchte, reife Früchte, Samen. Da haben wir es eh nochmal, da die Samenkapsel, ja, das breche ich da schnell ab. Oder so schaut das aus, wenn das dann aufgeht. Und so gesehen, ja, Mahlzeit ist da jetzt der falsche Gruß. Ja, ich wünsche euch, dass ihr sowas findet, weil es ist echt schön zum Anschauen, finde ich. Ja. Okay, pfiat euch.